Frenkel frottelt. Heute. Let's play. Spintires Multiplayer, der Offroad-Truck-Simulator. Tachinasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spintires Multiplayer. Ich spiele nach wie vor mit dem Heini, mit dem Rocktox und mit einem Gast, einem Zuschauer, und zwar dem Jonas. Ich wünsche weiterhin viel Spaß. Aber diesmal schaffen wir es. Ja, weiß ich nicht. Wir müssen ja dann zwischendurch tanken, weil uns der Sprit ausgehen wird. Ja, ich habe vielleicht das Fahrzeug freigeschaltet. Habe ich freigeschaltet. Ein geiler Vierachser? Ja. Mit dem kommst du fast überall hin. Sag sowas nicht, ey. Doch, sag ich. Sag sowas nicht. Ich spreche aus Erfahrung. Was kriege ich Werkstattpunkte? Bei einer Werkstattladefläche. Na toll. Holz. Weil aber das Werkstatt können... Um die Werkstatt freizuschalten, bräuchte ich 4 Werkstattpunkte. Ja, auf eine Werkstattladefläche gehen 2. Das heißt, muss ich jetzt zur alten Werkstatt retten, dort dann eine Werkstattladefläche aufbauen und zu der neuen Werkstatt. Ich warte mal, bis Harald weg ist, dann kann ich Werkstatt nochmal hoch. So, jetzt wird's knifflig. Jetzt müssen wir hier weg. Machst du die letzte Verdeckung weg? Ja, wenn ich's überlebe, ich bin ja fast tot. Ach so, ja. Ich bin auch schon auf dem Weg, sonst übernehme ich. Ja, da brennt schon ganz schön bei meinem LKW. Ach du Scheiße, ey. Weißt du, was Kacke ist? Ich habe ja das letzte Mal nur Kurzholz hier transportiert. Und mittellanges Holz ist ja schon mal wieder ein ganz anderes Holz hier. Meine Fresse, ey. Und irgend so ein Arschloch hat hier lauter Steine hingelegt. Ich hasse diese Kack-Arschloch-Entwickler. Wer dafür verantwortlich ist, soll in der Hölle schmoren, braten und geröstet werden. GV mit Angela Merkel haben, so. Ja. Das ist die größte Strafe auf Erden. Wenn schon, dann schlimm. Oh, ja, das, also schlimmere geht's ja gar nicht mehr. So, jetzt werde ich versuchen, so fies, an den Heini vorbei da zu kommen. Quex hat Platz gelassen. Oh, ich habe mittellanges Holz, mein Freund, das war nicht so einfach. die zwei Kollegen, die können ja dann... Oh Gott, die Wand an. Es wackelt schon wieder, Verdacht. Da ist er, mein LKW ist im Arsch. Das ist cool, wenn der Heini neben mir steht, kann ich gar nicht umfallen, oder? Naja. Der Motor ist hinüber. Gott, das sieht ja scheiße aus. Der hat Platz. Dann musst du dich zur Werkstatt retten. Du kannst nicht umfallen, bestimmt. Ich sehe gerade überhaupt nichts, ey. Hast du Licht an? Drück mal Fick. Ja, hab ich schon. Harald, sehr schön, aber du wartest doch nicht. Ja, natürlich warte ich. Bin ja nicht bescheuert und fahre das alleine. Kraftstoff, soll ich da mal hinfahren? Kacke ich mir vor Angst in die Hose, mein Freund. Blair Witch Projekt, ich kenne es. Ich sag dir, das Spiel ist 1000-mal gruseliger als Pineview Drive. Nein, das war fies. Das ist ja... Nein, das kann man nicht sagen. Ihr wisst schon, wie ich es meine, ne? So. Mal gucken. So, ich bin mal gespannt, wenn ich das jetzt wieder ankette gleich hier, wann ich das sehe. Oh, die haben ja wirklich alles schön aufgedeckt. Bis auf 1. Ja. Das schaffen wir auch noch. Ja, schaffen wir irgendwie. Genau, ne. So, pass auf, Heidi. Das klingt jetzt relativ kurz. Wir brauchen nur 1061 Meter bis zum Ziel. Aber das ist... Ich muss erstmal kämpfen, dass ich das aufschlagen kann wieder. Ey. Wo standst du denn jetzt schon wieder? Ey? Ich hab alles nur... Oh, du musst einfach nur in dem Viereck stehen und dann... Ja, bitte, was meinst du, wo ich stehe, ey? So, Licht jetzt muss irgendwie an diese Wiese ran. Mit H. Also, da hast du schon HS Hupe. Ich dreh gleich. Nee, Hupe gibt's nicht. Wieso gibt's keine Hupe? Ja, weil man... Ja, okay, für Multiplayer war's ja, geil, aber... Ja, drück mal H. Das Licht. Rocktox, drück mal T. Verliere ich dann wieder meinen Anhänger? Ah, er kennt aber den Witz immerhin. Irgendwie stecke ich hier im Wasser fest. Was soll das? Oh, ich hab die Handbremse angemacht. Ich plane... Das nochmal aufgeleuchtet, Harald, oder wie ist das denn nochmal? Ich plane gerade mal unsere Route. Ute. So wie das, wie ich glaube, dass es geht, aber ich bin mir nicht sicher, natürlich. Was wolltest du wissen? Ey, genau wie beim letzten Video, weißt du, meinst, ich krieg das hin, dass ich mein scheiß Holz aufladen kann, ey? Was soll ich jetzt dazu sagen? Ich bin doch hier drinnen, ich war überall, ne? Holz aufladen. Du musst dich einfach so ein bisschen, keine Ahnung, ich glaube, einfach so richtig gerade reinstellen. Theoretisch zeigt das Ding ja auch noch so Pfeile an. Ich trinke mal einen Schluck, Moment.
Jetzt verhungere ich hier im Wald, weil der Heini das Holz nicht aufgeladen gekriegt hat, oder wie? Ich würde ja jetzt die Langholz, Kurzholz, nee, Mittel, Kurzholz, nee, Mittelstämme. Was hast du denn? Bringe dein Fahrzeug in Position, steht da dann immer. Ja, dann musst du das in Position bringen. Ich sehe schon, wie du dich abmühst, abquälst. Okay, dann fahre ich da nochmal so ein bisschen hier so durch die Gegend. Das Käuzchen hat auch schon gelacht. Der wer? Das Käuzchen. Ey, das ging bei dir gerade so schnell, die verarschen mich doch alle komplett. Ich würde ja gerne helfen, aber ich weiß nicht, ja, was ich tun soll. Ja, ich bin gleich bei dir, ich schaff das, hab ich das jetzt auch geschafft. Wieso krieg ich jedes Mal Schaden, wenn ich das Wasser fahre? Das ist ja doof. Weil da Wasser in die Motor reinläuft, der Rockdoxe. Ja, dann sollen sie nicht so viel Wasser machen. Dann sollen sie dir gescheite Fahrzeuge geben, gell? Aber dann ja, das wäre auch mal was. Das wäre auch mal ja was. Zu leicht. Was ist denn jetzt mit dem Aufladen, Ja, ja, Mama ist dabei, ich dreh um. Ach, du hast es jetzt? Nee, nee. Ich dreh nur eben um, dass ich so stand wie du gerade eben, ne? So standst du gerade eben. Das deswegen Problem ist, ich kann das nicht sagen, weil ich das nicht sehe, wie du stehst. So, wie nehme ich jetzt Kraftstoff auf? Steig doch mal aus und siehst das. Ja, bist du ja, an ja. Ja, bin ich. Bringe dein Fahrzeug in Position. Dann das bleib mal stehen, nicht, dann kommt hab ich schon Menü. Hab ich bist schon du sicher, dass du einen Anhänger hast, der Holz transportieren kann? Ja, stand da. Mittlere Dingsbums-Kacke da. So, dann probier doch einfach mal alle durch. Kleines, mittleres, langes vielleicht. Aber das Problem ist ja immer, dass er dann nicht... Der okay, muss ja rot sein, ne? Dann musst du vielleicht zu dem, mit dem Anhänger irgendwie ein bisschen Richtung Holz stehen. Vielleicht geht es dann. Braucht ihr Treibstoff? Ich habe Treibstoff geladen. Ja, wir brauchen Treibstoff, gelegentlich. Fahr ich mal zu euch und deck zu. Also momentan brauche ich nicht so viel Treibstoff, weil hast ich nur blöd umstehe. Hast du schon? Fast. Das letzte ist gerade das Tremio unterwegs. Der ist bald da, ja. Fahrzeug in Position. Das geht ja, so der nicht, steckt ey. Im Wald fest. Ja, hast du Bäume zum Rausziehen? Ja, das sind zu viele Bäume. Was war das für ein Pfeil? Ein roter Pfeil? Ups, Schaden. Was ist das für ein roter Pfeil? Der Pfeil sagt dir, wo du dich ungefähr postieren musst, wenn du wieder ein Stück zurückfahren sollst oder so. Achso, okay. Dann oder ein Stück nach links oder ein Stück nach rechts. Der zeigt so ungefähr an. Tolle Wursch, ich häng fest im Wald. Ja, du auch. Okay, dann habe ich ungefähr schon... Gut, dann mache ich das jetzt normal, Onkel Harald. Dann habe ich das Idee gleich, wo das ist, okay? Ich würde ja schon mal zufahren, aber... Nee, ich bin gleich da. Weil ich habe einen Plan. Ja, deine Pläne kenne ich, danke. GV mit Merkel, da lost money. Ja, könnt ihr mich reparieren? Du bist sehr witzig. Wie soll das denn gehen? Jetzt zur Werkstatt. Deck alles auf. Du kannst ja, dich zurück zur Werkstatt teleportieren, ne? Das weißt du. Ja, aber ich bin ja gerade so knapp beim nächsten Fahrzeug zum Aufdecken. Beim Typ A, ne? Ach so. Jetzt liege ich auf der Seite, toll. Ja, beim Typ A müsste aufpassen, da ist dann so eine fiese Brücke, da hat's mich schon im Singleplayer dran. Wenn er auf der Seite liegt und seinen Motor abgewürgt hat, hat er eh verschissen jetzt. Ja, genau. Nee, ich liege da nicht ganz auf der Seite, aber passt. Der will immer noch nicht, dass er, da ist ja, wo soll ich denn noch hin, da will er mich verarschen? La 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 la. Schade, dass man die wechseln kann, ne? So. Warum seid ihr Schlümpfe blau? Weil wir saufen wie die Sau. Na also! Man muss nur Kacklieder singen, dann geht's weiter hier. So, jetzt muss ich nur noch drehen, Onkel Harald. Oh Gott. Ich finde das immer so geil, wenn du das sagst. Oh Gott. Ist das scheiße. Ich mach meinen Motor aus. Warum haben wir hier einen Baum eingestellt, ey? Da ist bestimmt Merkel drin und die zieht uns da so fest, ey. Die will nicht, dass wir gehen, ey. Was hast du für Gedanken? Ja, hat er mir jetzt gerade einen Fluch ins Ohr gesetzt. Der Heini hat ganz kranke Gedanken. Der Heini ist ganz pervers. Ja, ich habe ihn freigeschaltet. Jo, ich mach demnächst mal Merkel-Rap. Machst du einen Merkel-Rap? Hast es jetzt bald mal. Kommst du jetzt da mit mir Hallo, folgen? Siehst du mich nicht? Wo bist du denn? Ich bin hier, zwischen den beiden Stämmen. Ich komme jetzt auf den Weg zu dir, mein Freund. Okay. Ah, da sehe ich ein rotes Lichtlein leuchten. Da kann ich inzwischen ja fast schon den Motor wieder starten, oder? Ja, man sollte der halt leuchtet auch so spät durch Nacht und Wind, dass der Harald mit Heini kennt.
Man sollte halt auch das Seil wieder lösen, wenn man weiterfahren will. Alles klar. Ja, und immer an die Handbremse denken, Rocktox. Ich hab das Seil doch gerade gelöst. Ich fühle mich gerade wie in der Leine. Also in den ersten 10 Folgen, glaube ich, habe ich die Handbremse nie gelöst. Keine Ahnung. Ja, das schaffst du es? Kommst du jetzt? Folgst du mir? Ja, ich versuche das hier rauszukommen, Onkel Harald. Ich bin aus dem Wald wieder raus. Ja, ich fahre gerade Harald und Tiny nach. Du kannst eigentlich auch direkt geradeaus fahren, wenn du das machen möchtest, Tiny. Weil ich fahre jetzt hier gerade da durch diese Dinger durch, aber das wäre ja blödsinnig, wenn du da auch lang fährst. Ja, dann fahre ich hier geradeaus durch. Weil dann brauche ich mich nicht hier tot machen. So, und jetzt wird's richtig heftig, das sag ich dir. Für mich oder für dich? Für beide, weil wir müssen jetzt auch irgendwie stehen bleiben. Ja, ganz toll. Das ist jetzt nicht so einfach, ja. Weil, das ist so ziemlich unebenes Gelände. Das ist nicht nur matschig, sondern halt auch so, dass man halt irgendwie so schief steht ganz schnell, ne? Ja, das ist die Gefahr. Bist du da? Ich bin hinter, ich sehe dich da. Gut, dann fahre ich, ja? Ja. Also, wenn ich jetzt könnte. Fängt schon wieder an, ey. Nein, bitte nicht, Harald. Oh, ich hab's geschafft. Oh, nee, ich bin noch nicht umgekippt. Ich hab ein... Ich hab ein Achievement, warum das denn? Ich auch, Explore Plains. Ach so, weil alles aufgedeckt ist? Ja. Habt ihr alles geschafft? Ja. Ey, wie geil seid ihr denn? Wir sind die Pros. Ihr seid voll die Pros. So, jetzt wird's aber irgendwie haarig, weil ich irgendwie gerade gar nicht so recht vorankomme hier. Onkel Harald, wo ist das Problem bei dir? Ja, Schlamm? Achso, das war's. Was, der Tanklaster kommt schon, rettet euch. Du musst uns irgendwie den Weg abschneiden, weil wir natürlich versuchen weiterzukommen in der Zwischenzeit. Ich fahr euch gerade nach. Ah ja, sehr gut. Das heißt, wenn wir irgendwann liegen bleiben, kannst du uns voll tanken. Und ich hoffe, wir bleiben mit leerem Tank liegen und nicht mit umgekippten Fahrzeugen. Oh, Kacke! Nein, Harald! Oh, ey, ich schau ganz raus zusammen. Ich höre dich gerade gar nicht mehr. Hier bin ich. Harald, du kippst gleich, du machst mir Angst. Nein. Ja, Mann, ich hab doch alles im Griff hier. Also ich bin jetzt bei der Holzverladestelle. Nee, jetzt bin ich stecken geblieben hier. Dann musst du uns jetzt folgen, Rocktox, weil du musst uns vielleicht nicht nur betanken, sondern eventuell noch rausziehen irgendwann. Rocktox? Ja? Kommst du zu mir, bitte? Nein, nicht schon wieder! Fuck! Kacke! Was sind das für scheiß Autos hier, ey? Wo bist du denn überhaupt, Rocktox? Bei der Holzverladestelle. Gut, das ist gut. Du siehst mich, ne? Ich schau gerade. Du kannst uns ja auch auf F1, du kannst ja auch auf der Map gucken, ne? Ja. Ich wollte gerade nur nicht stecken bleiben, weil jetzt können wir da stehen bleiben. Mann, ey, das ist so viel Holz da hinten drauf, da sieht man ja fast nichts, ne? Das ist das Problem. Du setzt dich vor mich hin und ziehst mich hier ein bisschen nach vorne, okay? Ja, warte, ich hab dich gerade markiert auf der Map. So. Heieieiei. Harald, wo müssen wir überhaupt hin, ne? Ja, ich hab da ja. Da ist den Heini. Ich hab ja einen Plan. Da ist er ja. Zack. Zum Ziel müssen wir hin? Ja, natürlich. Ja. Und hast du den Helikopter bestellt oder so? Ja, den gibt's erst ab Level 30, vergiss das. Ey, guck mal, wie. Und wie viel müssen wir denn haben überhaupt? Ach, Scheiße! Jetzt habe ich mich festgefahren, fürchte ich. Das heißt, wir beide. Ach, hier, cool. Das heißt, wir beide. Was? Wenn wir die Ladung haben, dann haben wir gewonnen oder müssen wir dann nochmal? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich bin noch dabei, Kollege. Kollege, ich bin noch da. Mama ist da, Mama ist da. Also wir brauchen, glaube ich, 8 Punkte, ne, oder? Ja, habt ihr beide mittleres Holz? Und wir haben beide mittleres Holz, glaube ich. Alles klar, ich mach die Lose und das heißt, danke dir. Wir tragen die Verantwortung und ich bin jetzt auch festgefahren. Ich komm schon, wenn ich hier bin. Hat nicht einer von euch so ein Allrounder mit 8 Rad oder was das war? Ja, den habe ich freigeschaltet. Nee. Und warum fahrt ihr da nicht mit? Das ist ja Öl fahren. Ja, weil der nicht tanken kann, oder? Nee, aber der Kollege, wie heißt der Kollege? Jonas, oder wieso fährst alias du damit nicht? Was fährst du denn jetzt? Ich fahre noch das dreiachsige Fahrzeug, weil ich den Vierachsen noch nicht freigeschalten habe, weil den muss ja jeder Spieler für sich freischalten. Ah, so, alles klar. Und doch, ich fahre da gerade hin und Scheiße, bin aber vorher verdammt, ey. Und dann weiß der Harald, guck mal nach rechts, bitte. Ja, was ist rechts? Ein hübscher Kerl. Der mich jetzt hoffentlich rauszieht hier. Rocktox, bist du da?
Dann mach du das, bevor ich stehen bleibe und stecken bleibe. Oh, jawohl! Heini lässt mich einfach hier liegen! Nein, natürlich nicht, ey. Wo ist er denn? Bumm, Unfall. Rocktox ist dir aufgefahren. Was? Rocktox, böse, meinst du, ne? Schaffst das? Ja, wir schon schaffen. Okay, also, dann zieh mal, Baby. Ja, so, Heini, fahr mal weiter. Warte mal ganz kurz. Nee, komm ich nicht. Du kannst ja auch mit F ziehen. Rocktox. Ah, schon. Aber langsam, langsam, langsam. Nicht, dass ich umkipp.